Ich wollte einfach mal heute ein kurzes Vorstellungsvideo zu einem, ja, mehr oder weniger neuen Premium-Schiff machen, nämlich die Admiral Graf Spee. Die ist momentan immer noch für, ich glaube, eine Woche über einem Event zu erspielen gibt, also muss ich die nicht kaufen, das ist eigentlich ganz cool. Und ich wollte gleich einfach mal ein paar Features von dem Schiff zeigen, die ich so ziemlich nice finde. Und erstmal gucken wir uns aber kurz an, wie man das Ding sich eigentlich verdienen kann. Das gibt es schon ein bisschen länger. Ich habe natürlich erst wieder vor einer Woche mit World of Warships angefangen. Geht also auch relativ schnell, das Ding zu holen. Ich glaube, ab dem 28. Dezember ist es möglich. Und zwar gibt es hier diese Feldzüge, nennt sich das im Deutschen. Dann gibt es hier diesen Feldzug Jagd auf die Graf Spee. Besteht aus vier Aufträgen. Und jeder einzelne Auftrag ist dann in drei Aufgaben unterteilt. Und das ist relativ simpel. Ihr müsst einfach nur mit einem Schiff der Stufe 5 bis 10, darunter geht leider nicht, XP verdienen. Das ist völlig egal, was für ein Schiff, also können das auch durchwechseln, könnt immer den First Dawn of the Day Bonus mitnehmen. Das ist einmal alle XP, also nach Anwendung der Modifikatoren, also Flaggen, Premium-Konto, tralala, und einmal ohne irgendwelche Modifikatoren. Das muss nicht in einem Spiel sein, sondern über mehrere Spiele hinweg. Und als letztes müsst ihr einfach nur ein Spiel machen. Also relativ simpel, diese Aufgaben sind alle gleich, nur die Anzahl der XP, die man braucht, geht eben nach oben. Bis zuletzt. Genau, 32.000 ist das Höchste, was ihr braucht. Beziehungsweise 20.000 Base XP. Ist mit Premium-Konto, sage ich mal, innerhalb von 4 Tagen machbar. Ich habe letzten Freitag angefangen. Hatte das Ding dann irgendwie am Dienstag fertig, wobei ich Montag nicht gespielt habe. Ist jetzt also nicht die große Herausforderung, das zu machen, und kann man sich einfach mal so nett mit nebenbei verdienen. Ist immerhin ein T6, was man bekommt. T6 Premium-Schiff und ein sehr interessantes Schiff eigentlich. Also für mich ist das Ding interessant, kann ich gleich mit einer persönlichen Geschichte verbinden, weil die Admiral Graf Spee in einem der ersten bewussten, er also in einer meiner ersten bewussten Erinnerungen eine große Rolle spielt. Ich habe früher immer mit meinem Opa zusammen am Wochenende Filme geschaut. Also üblich, dass meine Schwester und ich öfter mal bei Oma und Opa am Wochenende übernachtet haben. Und natürlich habe ich mit meinem Opa begeistert irgendwelche Historienfilme geschaut. Und ich glaube, es gibt einen uralten, ich meine britischen Film ursprünglich, irgendwie Jagd auf die Graf Spee oder Verfolgung der Graf Spee. Ich glaube, das ist aus den 50er Jahren oder so. Die Dinger kamen damals auf Kabel 1. Ich weiß gar nicht, ob es den Sender eigentlich noch gibt, weil ich gucke kein Fernsehen mehr. Und da haben wir beide begeistert diesen Film geschaut. Da war ich irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich 8 oder 9 Jahre alt und habe wahrscheinlich auch nicht verstanden, worum es ging. Aber es kamen Schiffe daran vor, das war schon mal ziemlich super. Und deshalb habe ich zu diesem Schiff eine etwas besondere Verbindung, weil es halt echt eine schöne Erinnerung für mich ist. Und da dachte ich mir, kann ich das Ding eben schnell erspielen. So, was cool ist an dem Schiff? Es hat eine ganze Menge an Details und man könnte Easter Eggs kann man eigentlich nicht wirklich sagen, weil es eben historisch belegt ist einfach. Ich will einfach mal drei Dinge davon zeigen, beziehungsweise eigentlich sind es vier. Und zum einen gibt es eben einmal hier vorne an der Hauptbatterie dieses Wappen. Und darunter, das kann man leider sehr, sehr schlecht sehen mit meiner Auflösung und der Texturauflösung. Ich weiß nicht, warum das so scheiße ist. Hier steht jedenfalls, müssen wir einfach mal glauben, SMS Scharnhorst. Eine Erinnerung an die Scharnhorst aus dem Ersten Weltkrieg, die eben vor Südamerika versenkt wurde. Und bei der Schlacht ist auch der Namensgeber dieses Schiffes, nämlich die der Graf Spee, ums Leben gekommen, wenn ich mich da richtig erinnere. Das ist einmal an dem vorderen der beiden Türme eben und an dem hinteren der beiden Türme ist das Schwesterschiff, die SMS Gneisenau. Also quasi die namensgebenden Schiffe, die auch hier für die spätere Scharnhorst, also für diese hier, sieht man vorne auch das Wappen, das ähnlich aufgebaut ist. Also die Scharnhorst und ihr Schwesterschiff verantwortlich sind. Und man sieht auch, dass die Türme sind die Scharnhorst-Türme. Das sind die gleichen Türme, die haben das gleiche Kaliber und sind gleich. Das sind einmal diese beiden Features, also dass man hier diese beiden Wappen draufgeklebt hat, die man ja mit leider meiner Texturauflösung nicht ganz so geil erkennen kann. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Eigentlich habe ich eigentlich alles so recht gut eingestellt. Ich weiß nicht, ob das an meinem Client liegt oder an meinem Monitor, keine Ahnung. Das ist einmal ziemlich cool. Und dann gibt es noch ein weiteres Feature. Da müssen wir einmal ein bisschen rumgehen und uns eine Sekundärbatterie anschauen. Nämlich diese hier. Und da kann man im Hintergrund erkennen,
liegen erstmal zwei Rohre rum, die aussehen wie Geschützrohre. Das sollen auch Geschützrohre sein. Die hat die Graf Spee nämlich sich vorne quasi angebaut bei der Brücke. Kann ich gleich auch nochmal zeigen, wo das genau war. Und sich damit als, ich glaube, amerikanisches Schiff getarnt, um, ja, der Auftrag der Graf Spee war sozusagen Kaperfahrten im Atlantik, also da auf Frachtschiffe Jagd zu machen, Nachschubschiffe von den Briten 1939, 1940. Und damit man sich denen eben einigermaßen unbemerkt nähern konnte und die nicht gleich im Fernglas gesehen haben, hey, das ist ein deutsches Schiff, hat man eben sich diese Attrappen angebaut, diese Rohre, und fiel dann eben nicht so auf, beziehungsweise konnte erstmal nicht als deutsches Schiff identifiziert werden. Das heißt, man hat die eventuell rankommen lassen. Und dann wurde dieses Plakat dort, was man dort lesen kann, so ein bisschen angebracht am Schiff. Stop wiring or I open fire. Also die sollten nicht um Hilfe funken, sonst wäre das Feuer auf sie eröffnet worden. Das war das, wo der Krieg sozusagen in Anführungszeichen noch ein wenig ritterlich und menschlich ablief, wenn man das so nennen möchte. Dass quasi erst eine Warnung gegeben wurde, man den Gegner nicht einfach versenkt hat. Das waren in den meisten Fällen eben, wie gesagt, Handelsschiffe, Nachschubkonvois, also nicht Konvois, sondern einzelne Nachschubschiffe, die sich auch nicht irgendwie groß hätten wehren können, außer eben, wenn sie gefunkt hätten und die Position der Graf Spee verraten hätten. Natürlich hatten die Briten und anderen Alliierten was dagegen, dass die Graf Spee ihre Nachschubschiffe versenkt. Und somit wäre es eine wertvolle Information gewesen, wenn die eben per Funk bekannt gemacht hätten, wo sich das Schiff befindet. Da hatte die Graf Spee natürlich was gegen, deswegen haben sie geschrieben: Stop wiring or I open fire. Und dann hätten sie gezielt die Funkkabine beschossen, was für den Funker oder die Funker meistens tödlich geendet hätte. So, und zwar hätte man diese Rohre, ich meine, hier an der Brücke irgendwie angebracht, um das so aussehen zu lassen wie einen gefakten Turm. Also man hätte quasi zwei Türme gesehen von weiter weg und hätte eben das Schiff nicht als die Admiral Graf Spee identifizieren können. Und ja, eine sogenannte Kriegslist. Und solange die Graf Spee sich da nicht noch irgendwie mit einer falschen Flagge getarnt hätte, wäre das auch legitim gewesen. So, was gibt's noch zu sagen über das Schiff, außer diese coolen Features, also die ich finde, das ist ziemlich geil, immer solche Sachen. Bewaffnung hat das Schiff, wie gesagt, zwei Geschütztürme, zwei Hauptbatterietürme, einmal am Bug, einmal am Heck. Das sind eben, wie gesagt, die Scharnhorst-Guns mehr oder weniger, die auch die gleiche Drehdauer haben, ich meine auch die gleiche Ladezeit und auch den gleichen Schaden machen. Feuerreichweite sind 16 Kilometer, das ist für einen Kreuzer auf Tier 6 ziemlich ordentlich. Und eine Sache, die man hervorheben kann bei der Admiral Graf Spee, ist, dass es quasi in dem Sinne kein normaler Kreuzer ist. Also es ist nicht vergleichbar mit der Nürnberg, die auf dem gleichen Tier das deutsche Kreuzer-Äquivalent darstellen würde, sondern das ist mehr so, wie die Engländer nannten das Pocket Battleship. Also ein, wenn man so will, Miniaturschlachtschiff. Also es ist extrem stark gepanzert. Ich meine auch als von den Deutschen als Panzerschiff irgendwie bezeichnet. Es spiegelt sich unter anderem hier wieder in den Trefferpunkten. Das Ding hat fast 40.000 Trefferpunkte. Das ist für Tier 6 extrem viel. Ich habe jetzt gerade keinen Vergleich. Ich kann gerade kurz gucken, was tatsächlich die Nürnberg als Vergleich hat. Ja, die liegt nämlich nur bei 23.800. Mit dem A-Rumpf, mit dem B-Rumpf kommen nochmal 3.200 dazu, aber auch das sind dann nur 27.000. Also das sind über 10.000 mehr, die Graf Spee am Start hat. Und ich habe sie bisher in zwei Spielen gespielt, kann mir so ein ganz kleines Urteil schon erlauben. Spielt sich extrem cool, wenn man damit umgehen kann, sage ich mal. Also wenn man manövrieren kann. Nämlich die Panzerung ist auch nicht zu verachten. Wir können gerade mal kurz das Panzerungsschema uns einblenden lassen. Das sieht man hier schon, der Panzergürtel beträgt immerhin 100 mm. Und das sorgt schon dafür, dass man, ja, Breitseiten würde ich jetzt nicht unbedingt fangen wollen, aber wenn man so von vorne da drauf beschossen wird oder von angewinkelt, dass da ein bisschen was abgehalten wird. Auch da können wir kurz mal gerade vergleichen mit dem Äquivalent. Das sieht hier ein bisschen anders aus mit 50 mm Zitadellengürtel und darüber irgendwie 20 mm. Also das Ding ist schon gut gepanzert, hält gut was aus.
und ist dabei noch sehr, sehr manövrierfähig, ähnlich wie eben die Scharnhorsten und noch schneller, also schnellere Ruderschnellzeit von, ich glaube, ich habe meine auf 8,2 Sekunden runter mit dem Modul. Höchstgeschwindigkeit 28,5 Knoten ist jetzt nicht ganz so gut, aber geht immer noch. Hat netterweise zwei Torpedowerfer, die hier hinten stationiert sind. Die können in einem Winkel nach vorne schießen und auch nach hinten, also in relativ guten Winkeln, sage ich mal. Und sie haben 8 Kilometer Reichweite, was überraschend viel ist, weil die deutschen Torpedos sonst eigentlich alle nur 6 Kilometer haben. Also das ist, war für mich eine angenehme Überraschung, hatte ich so nicht erwartet, dass sie die hat. Ist aber ziemlich cool und macht auch Sinn, die zu benutzen. Das sind, glaube ich, Viererwerfer, wenn ich das richtig gesehen habe gerade. Ich habe sie noch nicht so oft benutzt. Ja, das sind Viererwerfer. Also damit kann man eigentlich ganz gut rumspielen. Wo das Schiff halt seine Schwächen hat, das muss man leider ganz klar sagen, ist die Flugabwehr. Die ist mit einem Wert von 35 nicht so wirklich gut. Und hier sieht man auch den mittleren Schaden. 33, 11 und 55. Wenn ein Carrier-Spieler angreifen möchte, wird er das ziemlich sicher schaffen. Und man kann eigentlich nur darauf hoffen, dass Leute, die auf T6 Carrier spielen, noch nicht ganz so erfahren sind und man vielleicht den Drop irgendwie ausweichen kann. Ansonsten hat man echt ein Problem. Ich habe hier gerade mal kurz die Verbesserung angezeigt. Ich habe einmal die Hauptbewaffnungsmodifikation 1, eben mit die Türme nicht ausfallen. Ein bisschen bessere Streuung für die Hauptbatterie. Ganz standardmäßig Schadensbegrenzung und das habe ich gedacht, wäre am sinnvollsten eine steuergetriebene Modifikation 2, um eben die Ruderstellzeit von, ich meine, 10, irgendwas auf 8,2 runterzubringen. Das Ganze bei einer Sichtbarkeit von 11,2 Kilometer, das ist vollkommen okay, muss man ehrlich sagen, ist hier schon reingerechnet von meinem Hindenburg-Captain, der Tarnskill. Also der ist da schon mit drin, sonst sind es natürlich ein paar Kilometer mehr. Ja, ich denke, das war es eigentlich so, was an Features zu dem Schiff zu sagen ist. Wie gesagt, ich finde es cool. Problem, ach ja, eine Sache noch. Man kann durchaus sich mit Schlachtschiffen anlegen in dem Ding. Also zumindest Tier 5, Tier 6. Wo es ein Problem gibt, ist, wenn man abtiert wird. Also wenn man in Tier 8 Gefecht kommt, da hat man ein Problem. Und zwar ein relativ großes, weil momentan wird man auch extrem hart gefokust in der Grafspiel, weil sie noch nicht so oft vertreten ist. Kann sein, dass sich das noch ein bisschen ändern wird und insbesondere wenn dann Tier 8 Carrier im Spiel ist, der weiß, hey, Graf Spee hat quasi keine Luftabwehr, kann sich nicht verteidigen. Es kann Sinn machen, dass man hier dann statt der Hydrosuche das Anti-Air-Modul reinnimmt. Das könnte dem ein bisschen Abhilfe verschaffen, dass man immerhin den Schock hat. Bin ich mir aber auch nicht ganz sicher, wie effektiv das im Endeffekt ist. Also man sollte schon in der Nähe von seinen Mates bleiben, um eben da keine Leuchtebeute für Carrier zu sein. Ah, ein wichtiges Feature hätte ich beinahe noch vergessen, was die Schiffe nämlich richtig gut macht, auf Tier 6, das hat die Reparaturmannschaft als Kreuzer. Auf Tier 6. Einziger andere Kreuzer, der das sonst eigentlich hat, auf Tier 8 oder drunter, ist die Atago. Und wir alle wissen, wie gut die Atago ist. Und ich finde das ziemlich cool, dass sie der Graf Spee das gegeben haben, weil das macht schon einiges her. Also insbesondere mit Premium Consumable kann man das ganze Ding viermal verwenden in der Schlacht. Da kann man schon eine ganz nette Anzahl an HP wiederherstellen. Und ich denke eigentlich, das war es, was es so an Features zu dem Schiff zu sagen gibt. Kann jedem nur empfehlen, sich die zu erspielen, ob es nun für den historischen Wert ist oder ob man damit emotional was verbindet, wie ich halt. Wie auch immer. Und ich denke, es ist auch echt eigentlich ein brauchbares Schiff. Also es ist kein Müll wie die anderen Premiums, die man so bisher so umsonst bekommen hat, die irgendwie die Tier 2 bis 3, die man sich davor so erspielen konnte. Und zudem, was ich ganz praktisch finde, oder also für mich ist es okay, für andere haben sich darüber ziemlich aufgeregt, auf dem EU-Server, man kann danach, wenn man die Graf Spee freigeschaltet hat, diese Weihnachtskonvois-Mission machen. Ja, da braucht man eben für die erste Mission muss man ein Spiel mit der Graf Spee abschließen, um eben diese restlichen Missionen freizuschalten. Und hier kann man sich unter anderem verschiedene Tarnungen und Schiffe verdienen. Unter anderem kann man damit in der britischen Cruiser-Linie direkt auf T6 springen. Und das finde ich zum Beispiel recht praktisch, weil ich keinen Bock habe, die niedrig, also die da drunter zu spielen, die wohl auch ziemlich scheiße sein sollen. Habe ich eben den Vorteil, dass ich da jetzt innerhalb von 2 Tagen das noch schaffen kann, da locker mir die Länder zu erspielen.
Wie gesagt, die ganze Aktion geht noch bis zum 19.01., also ihr habt eine gute Woche Zeit. Ich kann es jedem nur empfehlen, vielleicht das Ganze am Wochenende einfach mal durchzuziehen und sich das Ding zu erspielen. Jo, es gibt nachher, glaube ich, noch ein Gameplay-Video. Und damit verabschiede ich mich erstmal, wünsche viel Erfolg beim Erspielen und viel Spaß und noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.